Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir einen Kirschbaum veredeln. Zwar nicht den ganz großen Kirschbaum hinter mir, der momentan wunderbar blüht, sondern einen Sämling von diesem Kirschbaum. Dieser ist aber auch schon etwas älter, etwa 20 bis 25 Jahre alt. Da es sich bei dem Kirschbaum um eine Wildkirsche handelt, trägt dieser keine besonderen Früchte. Dies wollen wir jedoch durch die Veredelung ändern. Viel Spaß bei dem Video und los geht's! Um diesen Kirschbaum handelt es sich. Er hat schon eine stattliche Größe erreicht und beginnt gerade mit seiner Blüte. Und hier sehen wir das Werkzeug, welches wir für die Veredelung benötigen. Wir benötigen eine Schere und eine Säge zum Abwerfen oder Einkürzen der Krone. Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist das Veredelungsmesser mit einer scharfen, einseitig geschliffenen Klinge. Hierfür kann ich das Veredelungsmesser von Fieskars oder das Okuliermesser von Victorinox besonders gut empfehlen. Das Okuliermesser besitzt zudem eine Okulierklinge, eine Kopulationsklinge und einen Rindenheber. Da wir bei unserer Veredelungsmethode, und zwar das Rindenfropfen, auf das Rindenheben besonders angewiesen sind, ist dieser Rindenheber besonders praktisch. Dann benötigen wir die Edelreiser mit der Edelsorte. Das Video zum Schnitt und zur Lagerung der Edelreiser seht ihr hier oben und in der Infobox nochmal verlinkt. Auf einem größeren Baum empfiehlt es sich, verschiedene Sorten zu veredeln. Auf unserem Baum werden frühe, mittel- und späte Sorten veredelt, sodass man eine versetzte Ernte hat. Zudem wird die Bestäubungsrate deutlich verbessert. Als Wundverheilungsmittel benutzen wir Baumwachs. Zum Verbinden der Veredelung gibt es spezielle Veredelungsgummis. Diese Veredelungsgummis haben den Vorteil, dass sie sehr elastisch sind und nach einiger Zeit durch Wind und Wetter zersetzt werden. Den Link zu diesen Gummis findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Jedoch kann man auch statt diesen Veredelungsgummis ganz einfach Naturbast benutzen. Jetzt beginnen wir aber mal endlich mit der Veredelung. Zunächst muss die Krone abgeworfen werden, das heißt, große Leitäste werden abgesägt. So leid es auch einem tut wegen der Blüten. Aber jetzt, wenn der Kirschbaum im Saftstrom ist, werden die Edelreiser am leichtesten bei der Veredelung angenommen. Solche Stellen werden nochmal nachgesägt, da sich Fehler nur schwer beheben lassen. Jetzt geht es an das Fropfen des Edelreises an den Stamm. Dafür führen wir an der Unterseite des Reises einen Kopulationsschnitt durch. Das ging jetzt aber so schnell, deshalb schauen wir uns das nochmal im Slow-Modus an. Wir setzen das Messer etwa 3 bis 4 cm über dem Ende des Reises an. Wichtig dabei ist, dass die geschliffene Seite des Messers nach oben zeigt. Jetzt ziehen wir die Hand mit dem Messer in einem Ruck in unsere Richtung. Jetzt haben wir hier einen sauberen Schnitt. Das untere Ende kürzen wir noch ein kleines Stückchen ein. Jetzt geht es ans Aufsetzen der Reiser an die Fropfköpfe. Dies sollte möglichst kurz nach dem Schneiden der Reiser passieren, damit die Schnittfläche der Reiser nicht austrocknet. Hierbei sollte die Schnittfläche des Reises nicht berührt oder gar verunreinigt werden. Jetzt geht es aber ans Aufsetzen des Reises an die Fropfköpfe. Damit das Reis zwischen Holz und Rinde eingeschoben werden kann, setzen wir das Veredelungsmesser etwa 5 cm unterhalb der Schnittfläche an und führen einen länglichen Schnitt durch.
Mit dem Rindenheber an dem Okkuliermesser öffnen wir die beiden Rindenflügel. Jetzt wird noch einer der beiden Rindenflügel angehoben und das Fropfreis hineingeschoben. Dabei zeigt der Kopulationsschnitt nach innen. Das Edelreis wird nun auf etwa 2 bis 3 Augen zurückgeschnitten. Nun wird die Veredelung mit Bast oder mit einem Veredelungsgummi verbunden. Danach verschließen wir noch die Wunde vorsichtig mit Baumwachs. An einen größeren Leitast kann man auch mehrere Veredelungen anbringen. So geht es dann immer weiter mit dem Veredeln. Ob eine Veredelung angegangen ist, sieht man meistens einige Wochen später an den treibenden Augen. Hier haben wir einen Apfelbaum, den wir vor einem Jahr veredelt haben. Und man erkennt, die Veredelung ist wunderbar angewachsen. Es gab keinerlei Ausfälle. An dem Stamm unterhalb der Veredelung erkennt man hin und wieder Triebe der Wildunterlage. Diese Triebe sollten entfernt werden, da man ja nur die Edelsorte haben will. Die Augen der Edelreiser haben letztes Jahr kräftig ausgetrieben, etwa 70 cm. Der Grund dafür liegt einfach darin, da dies eine stark wachsende Unterlage ist, die schon viele Wurzeln hatte. Da wir aber eine stärkere Verzweigung haben wollen, werden die Triebe etwa um die Hälfte eingekürzt. Bis diese neu veredelten Bäume das erste Mal Früchte tragen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Jedoch würde das nicht so lange dauern, als wenn man einen komplett neuen Baum pflanzen würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr doch gerne mal eine positive Bewertung oder ein Abo dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in einer der nächsten Videos mal wieder. Bis dahin!